Moin Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Manche Menschen behaupten ja ganz gerne, dass Freier, also meine Gäste, die widerlichsten, ekelhaftesten, hässlichsten Monster im ganzen Universum sind. Dass das natürlich absoluter Blödsinn ist, das begreifen wir hoffentlich alle selbst. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich was dran, dass ich als Sexworker Sex mit Menschen habe, die nun ja nicht unbedingt meinem Beuteschema entsprechen. Weil sie zu dick sind oder zu alt oder zu hässlich? Warum eigentlich? Ich meine, wenn wir beim Netflix mal schauen, dann suchen wir unsere Filme ja auch nicht immer nur nach den, naja, tollsten Bildern aus. Einer meiner Stammgäste ist jenseits des Rentenalters und vermutlich könnte er rein theoretisch auch mein Großvater sein. Seine Haut ist knittrig und ja übersät von Altersflecken, sein Haar ist dünn und schneeweiß. Trotzdem gehört er zu meinen liebsten Gästen überhaupt. Er ist immer pünktlich, extrem höflich und sehr zurückhaltend, was ich sehr, sehr schätze. Gleichzeitig ist er ein super Ansprechpartner, wenn es so um Businessfragen geht. Und ich kann wirklich unheimlich viel von seinen Erfahrungen lernen. Das finde ich echt großartig. Ich persönlich finde auch diese ältere, knittrige Haut unheimlich faszinierend und finde, dass sie ihre eigene Schönheit hat. Und gleichzeitig ist sie mit diesem ganzen Unterhautgewebe so weich und anschmiegsam, wie ich das bei jungen Leuten überhaupt noch nie gesehen habe. Manchmal schreiben mir Kunden in E-Mails so etwas wie nicht mehr ganz schlank. Ich gestehe, der ein oder andere untertreibt da maßlos, aber nun ja. In dem speziellen Fall war ich auch sehr froh, dass wir uns in seinem Hotel getroffen haben. Ich war mir nicht ganz sicher, ob mein Bett das wirklich ausgehalten hätte. Aber ich persönlich habe nichts gegen stark übergewichtige Menschen, ganz im Gegenteil. Ich finde die haptischen Eigenschaften dieser Körper unheimlich toll. Sie sind extrem weich, auch sehr, sehr anschmiegsam. Und ich finde, ja, neben dieser Masse an Körper fühle ich mich einfach sehr, sehr geborgen. Und meiner Erfahrung nach sind stark übergewichtige Menschen in der Regel tiefenentspannt und sehr, sehr locker und gelassen. Durch Krankheit oder Unfälle kann es sein, dass manche Betroffenen so sehr entstellt werden, dass sie sich gehemmt fühlen, fremden Menschen ihren nackten Körper zu zeigen. Manchmal sogar auch vor vertrauten Menschen. Einmal war zum Beispiel auch ein Gast hier, der hat mir das nicht von Anfang an gesagt und ich habe mich schon gewundert, warum der sich so ziert, sich auszuziehen. Als er dann nackt war, konnte ich das sehr gut verstehen, denn sein gesamter Körper war wirklich von oben bis unten mit Narben übersät. Im ersten Moment war ich davon sehr überrascht und muss mir sagen, das Gaffen konnte ich mir nicht ganz verkneifen. Es war dann auch alles okay und in Ordnung. Und er hat mir dann von seiner Geschichte erzählt, wie es zu all diesen Narben kam, wie die Genesung verlief. Und das alles, muss ich sagen, war für mich extrem inspirierend und hat mir auch nochmal so eine Lektion in Demut erteilt. Der springende Punkt ist, dass ich all diesen Menschen in meinem alltäglichen Leben niemals begegnet wäre. Sei es, dass wir aus Altersgründen oder unterschiedlichen Erfahrungen einfach komplett andere Lebensstile haben oder einfach aufgrund von Vorurteilen andere Entscheidungen getroffen hätten. Relevant ist allerdings nur eine Sache. Wir treffen uns für eine spezielle Tätigkeit und auf diesem Gebiet harmonisieren wir einfach und das ist die Hauptsache. Und so bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Menschen begegnen durfte und auch diese Geschichten, die dahinter stehen, erfahren durften. Ich habe da ganz, ganz, ganz viel für mich daraus gelernt. Vielleicht geht es dir ähnlich. Wenn dem so ist, lass mir unten gerne einen Kommentar da. Ich würde mich sehr gerne dazu austauschen und freue mich auch sehr auf den Austausch zu genau diesem Thema. Ich hoffe, das Ganze war interessant und wenn dem so war, dann lass doch gerne ein Like da oder abonniere den Kanal. Es würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, ciao!